Ja, also wie zu sehen ist, die Arosa Allee ist jetzt hier sozusagen völlig gesperrt. Da kommt man also nicht mehr durch. Also diese in Fahrtrichtung Nord, also raus aus der Stadt, ist die Arosa Allee jetzt einseitig der Fahrstreifen gesperrt, also diese zweispurige. Die Autos stehen da hinten irgendwie. Gehen mal kurz einen Schritt weiter, gucken mal, wie weit. Ja, hier geht es jedenfalls nicht mehr weiter. So, mal schnell andersrum wegen Kabelbruch.